Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Wild, Call the Wild Angler oder irgendwie so, Die Angler, also ein Angelspiel auf alle Fälle. Wir sind jetzt Turtle fertig in der letzten Folge geworden, jetzt sollen wir zum Aufseher gehen. Dann gehen wir mal. Hallo, Aufseher. Da fetzen wir jetzt hin und hör mal zu, was er zu sagen hat. Und weil so schön die Blumen sind, da gehen wir genau durch. So, Herr Aufseher, wie siehst denn du aus? Zeig mir mal. Hinterm well, Zaun. Well, I take it you got my message. Welcome to the reserve, Buckaroo. Oh, wir haben sogar ein Ding, fröhliches Fischen haben wir ein Ding, ein Achievement. Du verdienst Ansehen, indem du Missionen der Landbesitzerin und des Aufseherdienst abschließt. Okay. Mission gestartet. Welche Mission? Okay, ich rede mit ihm. Hi, Clayton. Gorgeous day out there. Not that I get to enjoy it much, but I feel a little gorgeous. Okay. Hi, Clayton. Das Reservat zu schützen. Das Reservat zu schützen, indem du auffällige Objekte meldest, die du beim Angeln oder beim Erkunden findest. Melde die Fälle von invasiven Pflanzen, kranken, befallenen Bäumen oder Touristenattraktionen. Nix, Wasser, die du findest. Aha, da gibt's auch Umweltsünder, oder wie? Here's your bread. Oxide daisies are the thorn in the side of sweet mother nature. Yeah. Pale, mangy weeds. Befallene Bäume. Can't miss them if you wanted to. Now for the butter. Dinosaurierknochen. Spruce beetle infestations. Horrible little creepy crawlies that'll rip a forest apart in a flash. Besuche die Wassermühle. And finally, bread and butter ain't squat to a big sizzling hunk of meat. Personally, I reckon bones are useless without tasty flesh attached. But them tourists love a crusty stegosaurus. So keep a lookout. Don't go out of your way, but if you're fishing and you spot one, let me know. Ich soll zur Wassermühle. Ah, wo ist die? Gibt's eine Map, M? Oh ja. Und wo ist die Wassermühle? Alter, die Maus, die macht mich fertig. Was ist das? Unentdeckt. Außenposten, Außenposten, Außenposten. Unentdeckt. Okay, theoretisch Aussichtsturm. Oh, Alter, wie krieg ich sie? Oh, da ist die Wassermühle. Golden Tour, besuche den Watermühle. Ja, das können wir ja eigentlich machen, da brauchen wir ja ein Auto. Halt die Schnauze. Yeah, ich bin auch voll stolz. Also müssen wir uns ein Auto, kann man da... Was? Der labert mich immer zu hier. Hier kann man sich Autos holen, oder wie? Wart mal. Ja, warum soll ich denn jetzt gleich... was ist das denn? Herausforderung von Taylor's Taggers. Auf jeden Fall Außenpostenbretter stellen Sophia drei Arten von Herausforderungen zusammen. Dazu gehört Angelherausforderungen. Fange einen bestimmten Fisch an einem bestimmten Ort. Foto-Herausforderungen? Finde heraus, wo das Foto gemacht wurde und fange dort einen bestimmten Fisch. Kartenherausforderung. Finde den Ort auf der Karte und fange dort einen bestimmten Fisch. Okay, ich glaube, wir gehen erstmal den Tutorial. Trail Guy, please return. Ja. Ich kann aber nichts andingsen. Wahrscheinlich, weil ich erst das Ding da besuchen muss, oder? Da ist auch noch so eine Wand. Oh, hier. Ah. Postfischgrundlage. Bootsfahrt. Was? Postfisch? Hosenfisch, meine ich. Bootfahren Grundlage. Autofahren Grundlage. Autofahren Grundlage. Autofahren? Wish I could spend more time fishing, less time behind this chaos. Ja, ja. Also ich soll zur Mühle. Dann mache ich ja gleich Autofahren Grundlage, oder? Driving instructor Sophia here to show you the ropes. Oh Gott, bist du laut. Gehe zum Außendienstbrett. Gehe zum Autodienstbrett. There's still more to buy. Come on. The next step is to call a car. The valet will have it there in a flash. Call a car.
Mit was drücke ich? Caller K. Ah, E. Ich habe aber nur einen. Der Voyager Blu-ray ist. Warte mal, machen wir anders. Der Voyager Blu-ray ist einer der bewährtesten Geländewagen, der mit seinem patentierten Quattro Plus System, also Witterungsbedingungen meistens. Das Quattro Plus System bietet eine Geländezugänge, die dich Untersetzung, die dich nicht im Stich lässt. Und macht der Voyager Blu-ray zu einem robusten und vielseitigen Allradfahrzeug. Yeah, that is. Now, to get in the car, I'd recommend using the door. Oh, da ist er. But you could always try and burrow up from the bottom. Wie öffne ich die Tür? Jetzt, da du ein Auto gefunden hast, gehe zur linken Tür und öffne mit E, um dich in das Fahrzeug zu setzen. E. Sure hope you can drive. Give that a go. A, B, D, D, S, S. Wo ist ein S? Achso. Oh. Alter, das sind aber stabile Schilder. Bin ja Profi-Rallye-Fahrer. Ganz nebenbei. Nur heute. Oder auch nicht. Alter, wie steuert sich denn das Ding? Ja, furchtbar. Diese Bodenrillen hier. Was denn? Oh Mann. Immer diese Schilder sind alle im Weg hier. Huch. Dass wir erst an diese Steuerung des Autos wirklich gewöhnen, wie empfindlich die der empfindlich bei einer Tastatur. Einen Wanderweg gefunden. Moment. And now to leave. I've already shown you the door. Und tschüss. Mission abgeschlossen. Grundlage. Okay, aber ich muss ja jetzt kann ich jetzt nicht die Mission weitermachen, die mir der Mann gegeben hat? Zu der Wassermühle gehen? Fire Danger all day. Muss jetzt wieder zurück oder was? Kann man schnell reisen? Warte mal. Geht es irgendwie auf Map? Dass ich jetzt irgendwie hier drücke? Ah, geht. Okay, dann fragen wir den Herrn nochmal. Und dann fahren wir zu der Watermühle. Oder wollen wir zuerst einen Fisch fangen? Ach, jetzt schon wieder da, besuche die Wassermühle. Arschloch. Warte mal, ich will mal nochmal. Posen fischen. Was ist denn das? Genau. The float fishing guru from Taylor's Tackles is here to tell you what's what and who's who. I've picked out a nice spot for float fishing, so catch you there. Erreiche den Steg. Ich erreiche den Steg. Hey, it's me, the shopkeeper with the great deals. Ach, halt doch deine Klappe, ich muss doch hier Posen fischen. See you soon. Irgendwo da hinten. Ding, 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 ding. Was ist denn das hier? Bear Lake. Der Bärensee. Okay. You'll need a float rod. So whip it out. Habe ich hier. Float fishing involves suspending a bait underneath your float and a whole lot of patience. Beim Posenfischen zeigt die Pose an, ob ein Fisch am Haken knabbert. Deine Pose treibt auf Pose, ich meine den Schwimmer, oder? Treibt auf dem Wasser, während sich der Haken in bestimmten Abstand unter der Oberfläche befindet.
Sobald ein Fisch am Haken knabbert oder beißt, bewegt sich die Pose. Der Schwimmer. Pose? Jetzt ist es an der Zeit, zuzuschlagen. Oh Gott. Das Posenfischen unterscheidet sich vom Spinfischen durch die eher untätige Herangehensweise, um an ein Biss zu kommen und die Verwendung von Köder einzustellen von und die Verwendung von Köder anstellen von Kunstködern. Nach dem Wurf wartet man, bis der Fisch zum Köder kommt. Beißt keiner an, wird an einer anderen Stelle erneut geworfen. Before you cast, try experimenting with the drag and hook depth. The drag set by your reel determines how much power a fish needs to take line and gain distance. The hook depth determines how much line distance there is between your hook and the float. This should always be less than the depth of the water. Die Hakentiefe misst den Abstand zwischen der Pose, also dem Schwimmer, und dem Haken. Die ideale Tiefe hängt davon ab, wo die gewünschten Fische sich aufhalten. Natürlich. Ändere deine Hakentiefe mit rauf, runter, Mausgezähler. Hakentiefe. Bip, 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 bip. Stell die Hakentiefe höher. Höher? Hab ich das schon gemacht? Kurzer Wurf. Kurzer Wurf? Kurzer Wurf. War der kurz genug? Nein? Achso, da steht's ja, wie es geht. Der kurze Wurf ist ideal, um den Haken in der Nähe zu behalten. Besonders praktisch, wenn du vom Boot aus angelst. Verwende rechte Maustaste, um mit der Rute kurz zu werfen. Gut, ich catche. Ja, wo ist denn der kleine Fisch? Fischi, 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 fischi. Das Wasser bewegt sich komisch irgendwie. Wenn ihr euch den Wellengang so anschaut, das ist total unnatürlich. Wo sind sie denn jetzt? Fische, 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 Fische. Da, 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 da. Er war schon nah dran. Weiß an, ich hab Hunger. Oder nochmal auswerfen und nochmal einholen, nochmal auswerfen, haben die gesagt, gell? Machen wir mal den. Dann machen wir nochmal so einen Kurzwurf. Ich muss ja jetzt nur einen Fisch fangen. Muss ich jetzt kurz. Ich werfe mal genau zwischen da rein. Genau da. Da kommt er jetzt. Pass auf. Aber ich sehe auch im Wasser überhaupt gar keine Fische. Fischi, 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 Fischi. Okay, das ist die Höhe, die Bremse, die Höhe, was für einen Fisch wir fangen. Ich weiß gar nicht, wo wir vorher waren, bei 03, 04, machen wir 03. Jetzt machen wir den hier. Gar nicht so einfach, die Grundlage des Posenfisches, Fischens. Oh, oh, oh. Klingelingeling. Muss ich den genau hinschmeißen, wo die Fische schwimmen?
Weil ich sehe sie nicht im Wasser, ehrlich gesagt. Naja, es dauert halt immer ein bisschen länger, gell? Man kann ja nicht alle 2 Minuten einen Fisch fangen. Wäre ja auch total unrealistisch. Aber es wäre schön, wenn mich mal einer anbeißt. Damit man das abschreiben könnte, das Posenfischen. Weil sonst haben wir echt zur Mühle. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Bis null. Sieht man da Fische irgendwo, wo man sagen würde, in die Richtung? Absolut fischleer, oder? Hier ist ja gar nichts. Ich glaube, wir hätten doch besser zur Inselmühle fahren sollen. Ich sehe hier nämlich gar keine Fische irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob wir einen Köder dran haben. Haben wir einen Köder dran? Umschalttaste. Nee, wie kriege ich einen Köder dran? Wie mache ich das? Köder, K, nee. Wie kann ich ihn jetzt einen Köder anbringen? Wie geht denn das? Wie war das vorher? Köder. Oh! Wir haben ja keinen Köder an der Angel, sehe ich gerade. Wie kann ich denn den Köder anbringen? Kuh? Ach, Kuh war das. Wir nehmen einfach mal den... ausrüsten. Ist es einer, jetzt ist einer dran, okay. So, jetzt machen wir Posenfischen. Zack. Zurück. Und an dem Angel hängt... Wieder kein... Doch. Zu blöd zum Angeln. Irgendwie check ich das nicht. Mach mal nicht falsch. Posenfische. Ich warte jetzt einfach mal. Wenn wir nichts zum Essen bekommen, dann haben wir wenigstens Bier. Schon mal nicht schlecht, oder? ja, ein Bug? Oder was ist da los?
Aber man sieht überhaupt gar keine Fischbewegung hier, gell? Warte mal. Machen wir mal anders. Machen wir mal Q. Gehen wir auf Köder. Dann nehmen wir den. So, jetzt ist ein Würmchen dran. Jetzt werfen wir mal weit aus. Was mache ich denn falsch? Ist die Tiefe der Schnur des Köders zu hoch, zu tief oder zu niedrig? Kann man hier nicht gucken irgendwie, wie Inventar, Karte, Route, Tagebuch, Handbuch, Profil. Alter. Oh, da geht ja gar nichts. Ich glaube, wir werden es abbrechen, das Posenfischen. Bevor ich einen Fisch fange, bin ich besoffen. Wie konnte ich das? Wir gehen mal auf 04, mal schauen. Ich bin bloß zu dieser Mühle gefahren. Junge! Mache ich was falsch? Habe ich irgendwie was verpasst, wo ich was gelesen habe? Hätte ich was anders machen sollen? Virtual nochmal mal. Also wenn jetzt in einer Minute keiner anbeißt, jetzt haben wir es 49. Bei 50 ziehe ich das ein und fahre zu der Mühle. Info. Route Tagebuch. Posenfischen. Hakentiefe. Stell den Haken niedrig ein. Stell den Haken höher ein. Kurzer Wurf. Höhe einstellen. Okay, fahre ich noch einmal höher. Dann habe ich keinen Bock mehr. Dann fahre ich. Machen wir mal den hier. Ich sehe auch keinen Fisch hier in der Nähe. Doch, da. Da ist er, da schwimmt er. Ich sehe ihn links unten. Oh, der hat ihn gesehen, den Köder. Er schwimmt in die Richtung. Er kommt. Ja, genau. Nein, komm. Wo ist er? Ich sehe den Fisch nicht mehr. Da ist er. Schau mal hier.
Guck mal. Hier, da ist er, da, da. Ja, geh ran. Geh ran. Da, ja. Ja, schwimmt er doch. Den interessiert der Köder gar nicht. Doch nochmal Brot ranhängen. Junge, da. Okay. Wo ist er jetzt? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Doch, da ist er. Alter, der schwimmt vor mir rum. Ist er weg. Ich check's nicht. Ich sehe doch den Fisch. Ich hab ihn doch gesehen. Da ist er. Vielleicht muss man ihn hinterschwimmen lassen. Oh ja, jetzt pass auf. Und? Zu weit weg. Oh, ich mag jetzt Sardinen. Scheiß drauf. Wir fahren zu der Mühle. Ist mir jetzt zu dämlich. Habe ich keinen Bock mehr. Posenfischen drauf geschissen. Machen wir mal anders. Wenn wir wissen, wie es geht. Wo ist der Farmer Joe? Das ist jetzt ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Wo war denn der Kerl? Kann man jetzt besuche den Außenposten von Diamond Peak. Besuche die Wassermühle. Hä? Fange einen Fisch, ist egal, wo ich den fange. Kann ich ihn auch hier fangen? Man sieht halt den Schwimmer überhaupt nicht. Das ist halt echt schlecht. Habe ich einen Köder dran? Wieder nicht aufgepasst. Ja. Es ist ein bisschen langweilig geworden, weil irgendwie nichts vorwärts geht mit dieser Quest. Da hinten.
Habe ich mir jetzt ein bisschen besser vorgestellt, ehrlich gesagt. Zuerst im Turtle beißen sie und beißen sie und jetzt geht gar nichts mehr. Liegt es an der Tiefe von dem Köder, wie er im Wasser hängt, vom Schwimmer entfernt? Vorher war das 03, gell? Ich glaube, ich fahre jetzt einfach zu der Mühle und fertig. Oh, habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht im Game? Echt schade, dass sie das so kaputt machen. Okay, scheiß drauf. Wir suchen jetzt ein Ding auf und fahren nach zu der Mühle. Irgendwie haut es jetzt gerade gar nichts mehr hin. Vielleicht muss man erst was irgendwas erledigen. Wo war denn der Kerl nochmal? Hier war er nicht. Oh Mann. War er hier irgendwo? Da ist die Ladenbesitzerin. Ja, und dann ist... Wo war er denn dann? Hier? Hier ist er. We really gotta stop meeting like this, Buckaroo. Okay, I had a life out of this park once. It was like a little Rumspringer. But I prefer to grow here over growing out there. Auf alle Fälle zu dieser Mühle fahren. Wie kann man denn diese Quests abbrechen? Geht das nicht? Golden Tour. Kann ich jetzt nicht Eingabe machen? Ah. Jetzt. Ah, so geht das. Okay, das habe ich nicht gut. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. War jetzt ein bisschen langweilig, tut mir leid. Aber man muss ja erst alles ausprobieren. Dann lasst ein paar Likes da, Kommentare und Abo. Und wenn Abo mal, wenn ihr das Abo anmacht, dann lasst die Glocke an und verpasst ihr kein Video. Ciao mit Au!